Herzlich willkommen zu diesem Video. Was ist eine Abweichung im Rahmen von Management-System-Audits, zum Beispiel nach ISO 9001? Was sind Hauptabweichungen, was sind Nebenabweichungen? All das sind Fragen, die letztendlich auf einen einprassen, sobald man sich mit dem Thema Management-Systeme ISO 9001 zum Beispiel oder ISO 14001 und andere beschäftigt. Ja? Und vor allem, wie kann ich diese vermeiden? Was sind denn Beispiele für Abweichungen? Wie kann ich mich davor schützen? Genau. Diese Fragen beantworte ich in diesem Video. Bleibt dran! Okay, also erstmal die Kategorien von Abweichungen. Abweichungen werden unterteilt in Hauptabweichungen oder Major Nonconformities. Ja? Das sind so die wesentlichen Nichterfüllungen von Anforderungen aus den Normen. Ja? Hört sich ein bisschen kompliziert an. Ich werde das gleich nochmal erläutern. So, also wir merken uns Hauptabweichungen, Major Nonconformities. Ja? Dann gibt es eine schwächere Variante von dem Ganzen, obwohl wir da auch von Nonconformities oder Abweichungen reden, gibt es die sogenannten Minor Nonconformities, ja? Nebenabweichungen. Ja? So, was sind denn eigentlich Hauptabweichungen in dem Sinne? Ja, du hast beispielsweise jetzt die ISO 9001 als Norm. Du kannst auch andere Management-System-Normen hier betrachten, das gilt eigentlich für alle. Ich habe in meinem Kanal letztendlich diese drei Hauptnormen, sage ich mal, thematisiert. Natürlich gibt es weitaus mehr, ja, und auch andere Management-System-Normen. Aber das sind so die geläufigsten, die ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Aber auch, es gibt natürlich die, auch zum Beispiel die ISO 50001 im Bereich Energiemanagement. Aber sei es drum. Eine Hauptabweichung ist, wenn du eine Anforderung aus diesen Normen nicht erfüllst, wesentlich nicht erfüllst. Ja. Das heißt so viel wie, wenn du beispielsweise das Kapitel 9.3 aufschlägst, der ISO 9001, ja, da geht es um das Thema Managementbewertung und was eine Managementbewertung beinhalten muss. Ja. So, das ist ein tolles Beispiel, weil ich habe hier auch ein Video gemacht, die 15 Pflichtbestandteile einer Managementbewertung nach ISO 9001. Ich verlinke dir das hier oben mal, ja, so als Hinweis kannst du dir auf jeden Fall anschauen, um sicherzustellen, dass deine Managementbewertung quasi abweichungsfrei wird. Ja? Genau. So, im Rahmen des Verständnisses, ja, ob du jetzt eine Hauptabweichung hast oder eine Nebenabweichung hast in Bezug auf diese Norm 9.3 Managementbewertung, ja, müssen wir uns erst angucken, was du in deinem Unternehmen beispielsweise hast, was genau diese Anforderungen aus dem Kapitel 9.3 erfüllt. Ja. So, wenn wir jetzt uns genau diese Thematiken anschauen, ja, im Audit selber wirst du gefragt, okay, können wir bitte die Managementbewertung, das Management Review anschauen? Und du hast keine Managementbewertung, du hast kein Management Review, du hast überhaupt keine Management-Beteiligung oder Management ist ja noch schlimmer, aber kein Management-Bewertung, kein Management-Bericht oder ähnliches. Das muss ja nicht unbedingt Management-Bewertung oder Management-Review heißen, ja, bei dir im Unternehmen. Es kann auch Jahresbericht oder ähnliches heißen. Aber Fakt ist, wenn du jetzt überhaupt keine Management-Bewertung hast, ja, beziehungsweise diese ganzen Anforderungen aus dem Kapitel 9.3 überhaupt nicht erfüllst, keine einzige Anforderung erfüllst, dann reden wir zweifelsohne, da werden mir die ganzen Kollegen recht geben, ja, von einer Hauptabweichung. Ja. Hauptabweichung bedeutet in dem Sinne für dich, dass du keine Zertifizierung bekommen kannst. Ja. Du musst alle Anforderungen entsprechend erfüllen, ja, die im Rahmen der Norm quasi an die Organisation und an dein Unternehmen gestellt werden. Ja. Und sobald du Weite Teile bedeutet, dass es nicht nur, einer von diesen 15 Unterpunkten im Kapitel 9.3 der ISO 9001 sind, sondern dass es alle sind. Ja? Dann reden wir von einer Hauptabweichung. Natürlich kann das variieren, wenn du zum Beispiel wesentliche Weite Teile zum Beispiel auch nicht erfüllst, kann man dann, begibt man sich in so einen Grenzbereich, wo man sagt, okay, das hat den Charakter einer Hauptabweichung. Ja. Und Hauptabweichung, wie gesagt, bedeutet, dass es Nacharbeit für dich gibt. Ja. Du musst alle Anforderungen entsprechend umsetzen. Du musst diese Anforderungen erfüllen. Ja. Und erfüllen bedeutet, du musst es auch zeigen können, wie du sie erfüllst, ja, im Rahmen des Audits. Und
Das kann man natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Ja, es gibt nicht die einzige Lösung, die perfekte, beste Lösung, ja, sondern es orientiert sich immer an der eigenen Unternehmenskultur, an der eigenen Kommunikationskultur und so weiter. Ja, also das heißt, such nicht unbedingt nach der einzigen, besten Lösung, die es hier geben kann, sondern schau danach, welche Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen Sinn machen. So, genau. Also Hauptabweichungen sind Abweichungen oder wesentliches Nichterfüllen von Anforderungen. Und du kannst dir merken, wenn du jetzt ein Kapitel hast in deiner ISO-Norm und das Kapitel 9.3 erfüllst du überhaupt nicht, ja, keine einzige Anforderung, dann kannst du Gift drauf nehmen, dass hier eine Hauptabweichung gespielt ist. Genauso im Bereich interne Audits beispielsweise, auch ein Thema, was ein Pflichtbestandteil ist. Ja, du kannst dir natürlich auch dieses Video hier oben habe ich auch mal gemacht. Ja, da geht es um das Thema, welche Kapitel, welche Pflichtkapitel werden im Rahmen der jährlichen Audits immer auditiert. Ja, da kannst du dir so eine kleine Orientierungshilfe holen, was da eigentlich in den Audits auf dich zukommt. Genau. Also ich hoffe, verstanden in dem Zusammenhang. Hauptabweichung bedeutet, wesentliche Bestandteile der Norm nicht erfüllt. Ja. Und da sind die Grenzen, ja, ich sag mal, nicht so klar definiert, deshalb tauchen immer wieder diese Fragen auf. Aber wenn du jetzt beispielsweise im Kapitel 9.3, und jetzt leite ich auch über auf die Frage, was ist denn eigentlich eine Minor Non-Conformity, eine Nebenabweichung? Ja? Eine Nebenabweichung haben wir beispielsweise, wenn du jetzt eine Managementbewertung hast. Du hast sie umgesetzt, aber du hast zum Beispiel jetzt nicht diese 15 Anforderungen, die an eine Managementbewertung, eine vollständige Managementbewertung gestellt werden, nicht komplett abgedeckt, sondern hast nur 14 von diesen beispielsweise. Ja? Dann kommt man in den Bereich rein, dass wir sagen, das ist eine Nebenabweichung, weil Teile der Norm nicht quasi erfüllt werden. Ja? Und in dem Zusammenhang Kapitel 9.3, Teil C zum Beispiel. Ne? Ja. Nicht erfüllt, Nebenabweichung. Ja, genau. Und so stellt sich das wieder. Dieses Beispiel, das kann man natürlich jetzt spiegeln auf andere Themen, andere Bereiche. Es geht natürlich hauptsächlich darum, im Rahmen eines Audits die Wirksamkeit deines Managementsystems ja, zu überprüfen für den Auditor. Also ich zum Beispiel, ich möchte gerne verstehen, ich möchte sehen, wie die Wirksamkeit quasi auch gegeben ist. Ja. Und natürlich auch die Vollständigkeit der einzelnen Normen und die Anforderungen, die im Rahmen der Normen dann auch formuliert worden sind. Ja. Und da gibt es einfach diese Möglichkeiten zu sagen, Hauptabweichungen. Ja, also man muss natürlich damit rechnen, dass auch Hauptabweichungen sich unterjährig einschmuggeln. Ja, wenn man beispielsweise in der Norm heißt es, die Managementbewertung beispielsweise muss in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Und wenn man auf einmal die Situation hat, dass sie nicht mehr regelmäßig durchgeführt wird, dass sie auch nicht geplant wird oder so, ja, dann kann es auch sein, auch wenn man beispielsweise vor 2 Jahren da keine Hauptabweichung hatte, dass sich so eine Hauptabweichung auch einschmuggeln kann. Also das heißt, es gilt immer im Rahmen der kontinuierlichen Überwachung, zum Beispiel im Rahmen von internen Audits, ja, aber auch der kontinuierlichen Verbesserung, der fortlaufenden Verbesserung entsprechend das System am Laufen zu halten. Ja. Und das ist eigentlich, also das ist mit so das Wichtigste. Ja. Das muss leben. Das Managementsystem darf nicht einfach eine Dokumentenleiche irgendwo im Keller sein. Das fällt auf und das fällt in Audits auf. Das wird auf jeden Fall Schiffbruch erleiden, ja, diese Vorgehensweise. Das heißt, akzeptiere unter anderem auch, wenn Abweichungen stattfinden, auch Hauptabweichungen. Du hast dann, das ist das Worst-Case-Szenario, ne? Du hast letztendlich dann die Möglichkeit, innerhalb von x Tagen, in der Regel 90 Tagen, dann diese Hauptabweichung abzustellen und dann im Rahmen eines Nachaudits beispielsweise dann zu präsentieren, dass diese Hauptabweichung auch erledigt worden ist. Ja? Und dann, wenn dann noch keine offenen Punkte mehr da sind, dann kann man natürlich darüber reden. Und dann ist dann auch sind dann auch alle Anforderungen entsprechend so erfüllt, dass man eine Zertifizierung dann auch empfehlen kann. Ja. Genau, ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten. Ja, ich fasse jetzt ganz schnell nochmal zusammen. Es gibt Hauptabweichungen, es gibt Nebenabweichungen. Hauptabweichungen führen dazu, wenn diese stattfinden, dass dein Zertifikat nicht ausgestellt werden kann. Ja.
und müssen dann auch entsprechend in einem gewissen Zeitraum, ja, Zeitrahmen dann abgearbeitet und die Abarbeitung nachgewiesen werden. Ja. Nebenabweichungen sind, ja, ich sag mal, sind das kleinere Übel in Anführungszeichen, deshalb, weil du letztendlich, weil eine Nebenabweichung nicht bedeutet, dass dein Zertifikat entzogen wird. Aber die Besonderheit, das habe ich vielleicht vergessen jetzt gerade nochmal zu erwähnen, deshalb ist es gut, dass ich das hier nochmal anspreche, die Besonderheit von Nebenabweichung ist, dass du sie auf jeden Fall bis zum nächsten Audit abstellen musst. Ja? Weil wenn du diese Nebenabweichung bis zum nächsten Audit nicht abstellst, dann werden diese entsprechend hochgestuft. Ja? Auf Hauptabweichung, dann ist es quasi, dann ist ja, einfach das Worst-Case-Szenario eingetroffen. Das heißt, Abweichungen müssen immer abgestellt werden. Punkt. Ja? Aber die Minor Non-Conformities, die Nebenabweichungen, werden entsprechend dann ja, erst im Rahmen des nächsten Audits überprüft. Die Abarbeitung wird im Rahmen des nächsten Audits nochmal überprüft. Genau. Falls du Fragen hast, schreib sie drunter. Ansonsten viel Erfolg beim Management-System und bis zum nächsten Video. Viele Grüße aus Düsseldorf. Abonniere doch jetzt meinen Kanal, indem du hier unter dem Video auf den Link klickst und die Glocke aktivierst, damit du kein neues Video verpasst. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr veröffentliche ich ein neues Video zu dem Thema Managementsysteme und Auditierung. Schau dir bei dieser Gelegenheit auch gerne eine meiner anderen Videos an, die ich dir hier verlinkt habe. Viele Grüße aus Düsseldorf.